Hallo, schönen guten Abend. Heute mal, ja, wirklich abends. Ich habe gerade Freitagabend. Das Video wird wahrscheinlich morgen früh rauskommen. Mal schauen, wie das mit dem Hochladen funktioniert, so über Nacht vielleicht. Bei mir ist Freitagabend. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und musste mich jetzt bisschen organisieren, weil morgen erwarten wir auf Arbeit ganz schön viel Schneefall. Mal schauen, mal schauen. Deshalb habe ich auch dicke Pullis an, nicht? Denn es wird kalt und frisch. Das ist der Maya-Pulli. Eigentlich wäre es ein Cardigan, aber ich habe es zum Pulli gemacht, aus der Finkhoff-Dick. Ja, das Video heute. Ich ziehe heute einen Gewinner. Und zwar für mein Jubiläum, einjähriges Jubiläum und die 1000 Abonnenten. Und ihr habt es absolut fleißig kommentiert. Also ich bin wirklich sprachlos. Und ich war dauernd am Googlen, ja. Also bei fast jedem Kommentar musste ich genau googeln, von was, wie sieht das Muster aus oder wie sieht das Strickprojekt aus, dass ihr auch, von dem ihr nie euch nie langweilt, bei dem ihr euch, dass ihr einfach noch fünfmal stricken könnt und ja. Und ich musste dann bei manchen Sachen eben googeln und da waren so coole Sachen dabei. Also wirklich so coole Sachen. Meine Wunschliste auf Ravelry hat sich verlängert, eindeutig. Ich weiß nicht, wann ich das alles stricke, weil einfach irgendwie nie. Aber ein Kommentar, da war ein Brioche Loop von Tanja Steinbach mit dabei. Und der hat es mir jetzt richtig angetan. Also der ist wunderschön. Ich weiß nicht, wann ich Zeit habe, den zu machen. Irgendwann vielleicht habe ich Zeit. Ich habe vor, den zu machen. Ich bin kein großer Brioche-Spezialist, überhaupt nicht. Ich habe vor Jahren mal was für ein kleines Kind in Brioche gestrickt, so Mütze und Schal, so in der Richtung. Und das hat jetzt nicht so schlecht funktioniert, aber ja, das war's danach. Und ich würde gern diese One-Pass-Brioche würde ich gerne lernen. Das wäre so was, das würde mich interessieren, ja. Und ja, laut Kommentar ist das ein Anfänger geeignetes Strickprojekt. Das heißt, es ist jetzt auf meiner Wunschliste und auf meiner Warteliste. Und mal schauen. Ich hoffe doch, dass ich da irgendwann mal dazu komme, nicht? Ja, ich werde euch zuerst mal zeigen, was es zum Gewinnen gibt, beziehungsweise was der Gewinner oder die Gewinnerin, eigentlich die Gewinnerin, bekommt. Weil ich habe mir das so zwei, drei Sachen überlegt. Also wirklich so etwas, was meiner Meinung nach Sinn macht, etwas, das wir alle brauchen, etwas, das nicht jeder hat und etwas, das mir einfach gefällt und das ich teilen möchte. Und zwar der oder die Gewinnerin, wahrscheinlich die, aber halt, wie gesagt, die Gewinnerin. Ich habe mir einmal, das ist meine Uhr, einmal den hier, ja. Und das ist der Sinn macht, ja. Das ist das Wollknäuel, das Sinn macht. Und zwar zum einen gefallen mir die Farben absolut gut. Es ist etwas dunkler hier in der Mitte drin, vor allem ist es etwas dunkler, als es jetzt in der Kamera rauskommt, aber das ist heute einfach lichtbedingt. Ist halt mal so. Das ist ein Farbverlaufsgarn von Katja. Und zwar 100% Merino-Wolle. Und das sind drauf 600 Meter auf 150 Gramm. Und dieses Knäuel reicht, um daraus ein wunderschönes Tuch zu machen oder auch einen Farbverlaufsschal oder vielleicht noch mit was, mit einem anderen Knäuel mit dabei, würde da vielleicht sogar nicht ein ganzer Pulli, aber. Aber warum das Sinn macht? Manchmal bei einigen meiner Strickprojekten, also ich habe da so gewisse Probleme, die Garnmenge einzuschätzen. Ja, also ich vertue mich da, aber meistens berechne ich viel zu viel, weil ich einfach Angst habe, dass mir das nicht reicht. Und ich möchte niemals Yarn Chicken spielen mit den letzten 2 Metern Wolle. Ja, also ich habe da so richtige Paranoia davon. Ohne Wolle zu bleiben. Ja, das sieht man dann auch an meinem Stash, als hätte ich nicht genug, aber ich möchte immer mehr, weil ich möchte ja nicht ohne bleiben. Aber egal. Weshalb solche Knäuel für mich Sinn machen, ja? Also hätte ich Zeit, es scheitert immer noch an der Zeit.
wäre das was für mich. Also, da gibt es noch, ich weiß jetzt nicht so sicher, sechs, sieben verschiedene Farben und eine gefällt mir besser als die andere. Also, ich könnte da sicher vier, fünf Tücher jetzt draus machen und hätte alle Farben ein bisschen drinnen und wäre im siebten Himmel, ja. Weil ich einfach weiß, ein Knäuel reicht. Ich kann mit einem Knäuel ein schönes Herbst- oder Wintertuch machen und bin sozusagen ausgestattet. Es wärmt mich also und ich habe mit einem Knäuel genug. Ich muss mir keine Sorgen machen, ja. Deshalb, das ist, was das Sinn macht, ja. Ich mag die Farben. Ich mag die Farben. Also hier das. Schön. Schön. Einfach nur schön. Einmal den hier. Dann habe ich euch noch was sinnvoll, na, sinnvoll ist nicht, etwas, das wir alle brauchen, was jeder brauchen kann, eingepackt. Und zwar ist das Sockenwolle. Und da habe ich mir die herausgesucht. Und zwar von der neuen, das ist die neue Wollkollektion, die Opal rausgebracht hat. Ich glaube, vor nicht mal einem Monat. Memories. Und ich finde die so schön. Also, mir gefallen da wirklich alle Knäuel gut. Ich glaube, da ist kein einziges dabei, wo ich sagen würde, da wüsste ich jetzt nicht, was draus stricken. Ja, ach, mir schlafen die Beine ein. eben, ich glaube, da wäre nicht ein Knäuel dabei, wo ich nicht wüsste, was draus stricken. Obwohl, naja, Socken eignen sich da immer. Aber mir gefällt eines besser wie das andere. Und ich tue mich jetzt schon schwer. Ich hätte nämlich so zwei, drei Kandidaten, die Socken bräuchten. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ich habe immer noch 10 Kilo andere Sockenwolle hier, ja, aber die ist jetzt halt so gerade der Hit, nicht? Und ich halte euch das nochmal in die Kamera. Das sieht aus wie so Zuckerwatte oder richtig, richtig bunte und zuckersüße Fruchtgummis. Es ist nicht quietschend, ja, also das ist jetzt nicht absolut übertrieben, aber es ist halt bunt. Aber ich finde es so süß. Ich finde es so süß. Ja, ich habe mir einmal den für euch rausgesucht. Und dann habe ich noch was rausgesucht, das nicht jeder hat. Also diesen Strang gibt es nur einmal auf dieser Welt. Und zwar einfach nur deshalb, weil ich den gefärbt habe. Ja? Also ich habe Säurefarben hier noch und nöcher, weil ich mir die alle mal vor Jahren geleistet habe, weil ich einfach gedacht habe, so, ich möchte jetzt auch mal selbst Wolle färben. Ich möchte das ausprobieren. Es geht mir nicht darum, da irgendwelche, keine Ahnung, als Hardcore Wolle zu färben. Nein, aber ich wollte das ausprobieren, weil so zwischendrin oder manchmal gibt es auch so Sachen, wo ich wirklich sage, ja, wegen einem Knäuel vielleicht fahre ich nicht zum Laden hin oder wegen einem Knäuel, vielleicht bestelle ich es mir nicht im Internet. Ich kann ja mal gucken, ob ich das auch selbst ein bisschen zusammenfabrizieren kann. Nein, kann ich nicht. Nein, 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 nein. Das Färberhändchen habe ich nicht. Nein. Aber so zwischendrin kommen mal Stränge raus, die wirklich gut aussehen. Ja? Und einer davon ist der hier. Ja? Also der sieht für mich aus wie so ein Strand in der Karibik. Strand oder Meeresgrund, sowas in der Richtung. Einfach so Urlaubsfeeling, weil ich habe so ein paar Algen dabei. Ich habe vielleicht auch ein paar bunte Fische oder so einen Seestern mit dabei. Aber der ganze Grundstrang ist eigentlich in Türkis hellblau gehalten, nicht? Und ich finde so die Sprenkel hier, ja, also ich finde das ja sowas von toll. Ja, und der darf auch noch mit rein. Der ist gefärbt auf einer Basis von supergarne.com und zwar Merino Silk. Das sind 80% Schurwolle und 20% Seide. Also das ist auch überhaupt nicht kratzig. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist kuschelig, weil es ist jetzt auch nicht kuschelig, aber das ist ultra schön glattes und weiches Garn. Und der darf auch noch mit rein. Also, wer auch immer der die Gewinnerin ist, hat dann einen absolut unikaten Strang, denn den gibt es wirklich nur einmal auf dieser Welt. Mancher vielleicht legt jetzt da keinen Wert drauf, aber überlegt mal,
wenn ja mit selbstgefärbter Wolle, logischerweise, ja, mit selbstgefärbter Wolle, logisch, ja, aber manchmal auch mit industriell gefärbter Wolle, aber vielleicht in einem kleinen Bereich oder nicht so gigantische Konzerne vielleicht. Ich würde jetzt auch sagen, sowas in der Richtung, das ist ja nicht handgefärbt, aber es ist trotzdem ein kleiner Betrieb, nicht Finkhof, ein kleiner Betrieb, der das in gewissen Mengen macht und nicht in Unmengen, ja. Und wenn da dann sowas halt rauskommt, finde ich, dass das immer Unikate sind. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, was das heißt, bei jeder Rolex-Uhr oder bei jedem Auto oder bei jedem, keine Ahnung was, und Handy und hin und her, wenn das ein Unikat ist, dann zahlen Menschen dafür Tausende, Hunderte und Millionen von Euros, ja. Aber überlegt mal, die Wolle, mit der ihr strickt, wie oft das rein theoretisch ein absolutes Unikat ist. Probiert sowas mal haargenau nachzufärben. Ganz egal, ob das jetzt das perfekte Färbeergebnis ist oder auch was gescheitert ist, ist ja egal. Aber es ist ja ein absolutes Unikat, mit dem ihr strickt und aus dem ihr dann was Tolles macht. Und ich finde das dann immer faszinierend. Also ich würde auch sagen, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, auch Opal, das ist jetzt maschinell gefärbt, ja. Aber da können ja zwischendrin auch mal Fehler drin sein. Und dann ist der grüne Streifen hier nicht immer 20 cm lang, sondern bei einem Knäuel sind es dann 25 cm. Ganz genau genommen wäre das ein Unikat. Wenn ich das weiß, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde die Projekte, die dann aus solcher Wolle entstehen, immer etwas Besonderes. Wie gesagt, jemand, der vielleicht damit nichts zu tun hat, der denkt sich, ja, okay, eines von vielen nicht. Aber ich denke mir bei so ganz vielen handgemachten Sachen einfach, das ist ein Unikat. Auch, es können 10 verschiedene Leute aus derselben Wolle Socken stricken. Die Socken sind trotzdem Unikate. Denn keiner von den 10 Menschen strickt gleich. Ich finde das dann immer ein bisschen faszinierend, ja, oder ein bisschen interessant. Interessant, sagen wir interessant. Aber ja, den gibt es auch dazu. Und dann etwas, das ich mit der Gewinnerin, Gewinner, Gewinnerin, teilen möchte. Und zwar ein wunderschönes Buch. Also das ist ein Buch, das ich selbst auch in meinem Sammelsurium habe. Und ich habe es mir damals gekauft, weil mir einfach die Strickanleitungen so gut gefallen haben, aber auch die dazugehörigen Bilder. Und das ist das hier. Winterstrick. Und zwar von Annette Danielsen. Und ich zeige euch jetzt nur mal ein paar der Bilder, weil ganz viel wahrscheinlich darf ich eh nicht zeigen. Aber also die Autorin hat sich von nordischen Ländern im Allgemeinen, aber vor allem von Grönland und so inspirieren lassen. Und die Strickprojekte, die da rauskommen, ich finde die einfach wunderschön. Also angefangen bei dem hier, also die Strickjacke. Ja, also ich finde die absolut schön. Ich bin zwar kein großer Reißverschluss-Fan bei Strickjacken, weil meistens sind die Reißverschlüsse zu schwer für die Jacke und dann zieht das irgendwie so komisch runter und dann sieht das nach nichts mehr aus. Aber ich kann mir da auch eine Knopfleiste dran vorstellen, ja. Also ich finde das sowas von schön. Dann, ich hatte dann noch, am Ende gibt es noch einen absoluten Lieblingspulli, den ich, keine Ahnung, ich würde den sowas wohnen, aber lass mal schnell gucken hier. Ja, der ist auch schön. Da bekommt man direkt Lust daraus, was zu stricken. Wo ist die eine Jacke? Wo ist die eine Jacke? Ich hatte es gerade vorhin noch, weil ich mir dachte, ich muss euch die zeigen, gell? Wer sucht, der findet. Wo ist die eine? Hoppala. Ah, ja. Die hier. Sieht jetzt schlichter aus, als sie ist, aber es ist einfach eine wunderschöne Jacke.
Vor allem, ihr könnt ihr euch vorstellen, was man da so für schöne, naturbelassene Wolle nehmen kann. Einfach nur schön. Dann noch so einiges anderes, aber das zeige ich euch jetzt nicht alles einzeln. Aber noch ein Pulli, in dem ich, den ich absolut verliebt bin. Schauen wir mal, wo man den jetzt am besten sieht. Ich zeige euch das jetzt hier. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Ah doch, es kommt schon hin. Also, das ist ein Pulli mit Zopfmustern und Rippenmuster und so weiter und so fort. Aber das Coole ist, sie zeigen den Pulli in einem absolut naturbelassenen Garn, so richtig in dunkel-dunkel-braun. Und ich finde das sowas schon schön. So richtig robust und mit dem überlebt man so richtig strenge Winter sehr gut. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich euch davon zeigen kann, ohne dass es jetzt zu viel des Guten ist, ja. Das kann ich euch vielleicht noch zeigen, hier den Anfang hier. Das sind so die Eindrücke, ja. Schau mal, wie schön. Ja, das ist wirklich so eines meiner absoluten Lieblingsbücher, vor allem bezüglich der Fotos. aber wie bei so manch anderen Büchern, die ich auch da unten so gelagert habe, bin ich noch nie dazu gekommen, etwas draus zu stricken. Also ich habe es einmal da unten drinnen und natürlich einmal bestellt zum Verschenken, logischerweise. Aber der braune Pulli, der hat es mir so angetan, da habe ich auch genügend Finkhoff-Wolle hier, um den mal zu stricken, aber ich weiß nicht, wenn ich Zeit habe. Also, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann möchte ich den dunkelgrauen Pulli da drin, dunkelbraunen Pulli da drin und unbedingt mal stricken. Ja, das ist das Überraschungspaket oder der Gewinn für die Gewinnerin. Und dann, ich habe mir hier auf dem Tablet schon mal alles vorbereitet, ansonsten dauert das zu lange. Ich bin da einfach nur auf die Internetseite, ein stinknormaler YouTube-Comment-Picker, habe dann die URL eingegeben vom Video. Und ja, dann lasst uns mal anfangen hier. Muss noch ein Stückchen näher an die Kamera, damit ihr auch seht, wer hier gewinnt. Also einmal hier, das sieht man jetzt schlecht, gell? So sieht man es ein bisschen besser. Stinknormaler YouTube Comment Picker. Ich habe das Video da oben schon eingegeben. Und jetzt wird's spannend, ja? Seid ihr bereit? Also, die Gewinnerin ist. Anke Beuse. Beuse? Hallo Damaris, liebe den Studio von Hanne Falkenberg. Bereits dreimal gemacht, aktuell am 4. Herzlichen Glückwunsch zum ersten YouTube-Geburtstag und zu 1000 Abonnenten. Liebe Grüße, Anke. Und ich glaube, liebe Anke, mal schauen, ob man das irgendwie hier sieht. Man sieht gar nichts. Ach, wie schön, wenn die Technik einem sowas von dazwischen spielt. Wir machen es mal ein bisschen dunkler hier, vielleicht sieht man dann was. Also. Ich hoffe, dass man da irgendwas lesen kann. Anke Beuse, ja. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, liebe Anke, habe ich den Studio von Hanne Falkenberg gegoogelt. Und der hat mir absolut gut gefallen, ja. Also, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich habe da nämlich was im Kopf und ich fand das Style absolut genial. Studio von Hanne Falkenberg. Studio von Hanne Falkenberg.
mal schauen, ich hatte was im Kopf. Ah, nein. Aber trotzdem. Ich hatte jetzt eine kunterbunte Strickjacke im Kopf. Aber nein, das ist ein Pulli. Ein sehr schöner Pulli, das schon. Vor allem, weil man den mit sehr vielen Farben stricken kann. Also ich kann mir da so viele Farbkombinationen vorstellen. Ja, Ich halte euch den jetzt mal in die Kamera. Also die liebe Anke strickt am liebsten sowas hier, ja. Und ich finde den absolut cool. Allein schon wegen dem Muster. Aber dadurch, dass das zweifarbig ist, je nach Farben, bekommt man da sicher verschiedenste Effekte raus. Also schwarz-weiß wäre jetzt ganz normal, aber ich kann mir da auch so richtig krasse Farben vorstellen. Und so leichte, also wenn der Pulli anfängt zu flimmern, weil der Farbkontrast so krass ist, dann finde ich das sehr, sehr cool. Ja, liebe Anke, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen bei mir. Meld dich bitte entweder unter diesem Video oder unterm letzten Video, melde dich irgendwo. Dann kann ich dir nämlich meine E-Mail-Adresse geben. Und dann schreiben wir uns ein bisschen zusammen. Ich brauche nämlich deine Adresse, damit ich dir das Päckchen hier schicken kann. Päckchen herrichten und das dann verschicken kann zu dir nach Hause. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Lieben, wir belassen es mal wieder bei dem hier. Das war jetzt schon das Aufregendste dieser Woche. Wirklich das Aufregendste dieser Woche. Also ich habe schon zu diesem Tag hingefiebert, weil ich mir schon gedacht habe, oh, und was denn wohl? Und wer gewinnt denn wohl? Und gefällt es denn überhaupt oder gefällt es nicht? Jetzt ist so das Hibbelige den ganzen Tag über, das ich schon hatte, weil ich wusste, ich mache das jetzt heute Abend. Das Hibbelige ist jetzt gemacht und erledigt und wir haben eine Gewinnerin und ich finde das so super. Ich finde das so toll. Also ich freue mich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht freue ich mich mehr als Anke, aber ich freue mich extrem und ich hoffe, du, Anke, freust dich auch. Und ja, melde dich bei mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, restlichen Abend, so spät ist es nicht, es ist nur schon finster. Einen wunderschönen restlichen Abend und noch viel, 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 viel Strickzeit. Noch viel Spaß beim Stricken, noch viel Geduld beim Stricken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!